Und dann legen wir hier schon mal Dreck hin, damit da in Ruhe Wiese drauf wachsen kann. Ist hier ein Ansatzpunkt für Wiese? Nein. Wenn wir dann noch mehr Dreck über haben, bauen wir da oben drauf mal alles mit Dreck zu. Da haben wir bisher ja auch noch nichts gemacht. So. Machen wir die Ecke hier auch noch weg. So. So, jetzt haben wir noch ein bisschen über. Da hier noch genug ist. Ach, darüber wächst wahrscheinlich Wiese dorthin. Können wir da oben schon mal ein bisschen hinlegen? Dort jetzt am besten so geschickt, dass wir sofort Wiese kriegen. Hier ist ja wahrscheinlich irgendwo noch ein grünes Fleckchen. Ja, guck mal da hinten. Oder hier. Können wir ja erstmal hier anfangen und dranlegen, dass das Ganze in Ruhe hochwachsen kann. Ja, warum die Reste jetzt auch ins Lager legen? So, da liegt's doch gut. Besser als im Lager auf jeden Fall. Das hatte ich ganz ehrlich gesagt auch ein bisschen vergessen, dass wir da noch bewiesen müssen. Bruchstein, Bruchstein, Bruchstein. Bruchstein, Glas, 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 Bruchstein, Bruchstein. Machen wir noch zweimal Glas und der Rest wird umgewandelt. So, das Ding ist voll. Das Ding soll wieder voll werden. Das Ding wird nie mehr voll. Und das Ding auch nicht. So, den Bemoosten werden wir jetzt erstmal nicht mehr so schnell brauchen. Und ich werde mal ganz kurz eine Pause machen.
So, da sind wir wieder. Es ist noch hell. Schön. Dann können wir noch ein bisschen weitermachen. So, jetzt cutten wir das Ding erstmal auf die Höhe dort ab. Dann sieht das auch ein bisschen freundlicher alles aus. Das nicht mehr so wuchtig aus. Es ist ja eigentlich gar nicht mal so wuchtig, wenn man guckt, dass es hier schon wieder komplett flach wird. Es ist ja wirklich nur diese eine Spitze, wo das Leuchtfeuer draufsteht. Was machen wir mit dem Leuchtfeuer? Ich weiß schon, ich baue einen Turm drumherum. Das kann ich doch eh am besten. Türme bauen. Aber erstmal lassen wir es natürlich in der Luft stehen. So, machen wir erstmal das da vorne, wo der Sand aufhört. Wird natürlich jede Menge Sand runtergefallen sein. Den werden wir jetzt auch holen. Sogar bis ganz unten ein böser Block. So. Auf jeden Fall haben wir dann in der nächsten Aufnahme genug Zeug, um dann die Ebene dort fertig zu bauen. Achso, das sieht nur so aus. Ne, das sah aus, als hätten wir zwei verschiedene Höhen drin. Besser wäre es natürlich, wenn wir genug Zeug hätten, um direkt fertig zu bauen. Ja, das wird, denke ich, dann noch nicht der Fall sein. So. Was machen wir mit dem Turm? Der muss dann auch noch eine gescheite Umrandung kriegen. Am besten was Simples, so Cobblestone oder sowas. Oder wenn wir bis dahin den ganzen Kabel hier verbrannt haben, Cleanstone. Geht ja auch. Was wir auch noch machen müssten, das wäre mal bei unserem Leuchtturm die Insel da machen. Das habe ich jetzt auch schon ewig vor mir hergeschoben. So.
Geht noch nicht. Ja, da machen wir noch ein Stück. Mal schon mal den Kabel hier unten rausziehen. So, jetzt sollte es aber gehen. Sag mal, wenn ich die Höhe hier heute fertig kriege, wäre ich froh. Und das reicht dann auch für eine Aufnahme an Gebuddel. Ist das dann noch sehr lang? Oh, Tatsache. Gucken wir, weit wir kommen. Jetzt nehme ich erstmal hier alles an Dreck und Sand weg, damit das schon mal ein bisschen niedriger alles aussieht. Zumindest ein großes Stück. Ja, das ist wieder schön massiv hier alles. Sehr schön. So habe ich es am liebsten. Anstrengend bis zum letzten. So, mal wieder ein bisschen Platz hier zu schaffen. Können wir schon mal einen Teil des Sandes zusammenfassen. Schön, dass auch mal wieder ein bisschen Kohle reinkommt. Wir verpulvern ja heute mehr Kohle, als wir kriegen. So. Ach, guck mal, von da ist jetzt grün gekommen. Okay, dann kann ich ja den Zusatz an der Treppe schon wieder abbauen. Könnt ihr noch stehen lassen. Kommt halt von zwei Seiten, geht ein bisschen schneller. Nicht, dass es da unbedingt um Geschwindigkeit ankommt. So, jetzt müssen wir mal gucken. Gehen wir mal hier hin. Ich möchte nicht, dass das Ding irgendwie hohl ist von innen. Nee, sieht aber gut aus. Nee, da kommt ein Turm drum. Der wird ein paar Reihen da noch drumherum haben, so zum Hochsteigen und sich dort umgucken. Aber erstmal bleibt das Ding ganz doof in der Luft hängen.
Tatsache. Na gut. Was war das gerade für ein Geräusch? Das habt ihr auch gehört, oder? Seltsam. Was war das? So, das hatte ich echt noch nie gehört. Oder mir das jetzt nur eingebildet. Wenn hier dann nämlich schon mal der Boden drin ist, dann können wir auch irgendwann mal hingehen und Wege planen. Hier oben würde ich dann jetzt auf Dreckwege zurückgreifen. Da jetzt ja schon grün gewachsen ist da oben, können wir das hier auch schon überbauen. Ist jetzt aber viel Dreck zustande gekommen. So. Ja, bis wir den Berg dort weg haben, ist das hier auch begrünt dann. So, nächste drei Stacks. Bäh. Ja, das kann man besser vernünftig machen, statt so im Vorbeilaufen. Dadurch entstehen nur Löcher in der Landschaft.
Und die letzten zwei Stacks. Wie viele Ecken hier doch sind. So, ab nach Hause. Und dann holen wir uns wohl den Rest. So. Schon wieder leer? Oh Gott, ich verbrauche hier wirklich zu viel Kohle. Naja, jetzt haben wir ja wieder erstmal ein bisschen clean. Hier drin, kommt jetzt dort mit rein. Kohle. Haben wir hier noch ein bisschen aus unserer letzten Minenexpedition. So. Wo habe ich eigentlich mein Bett schon wieder? Na, wahrscheinlich steht es da. Ja, da steht es. Jetzt. Vorne hatten wir ja schon angefangen, gut zu planieren. Unter dem Ding, das machen wir jetzt mal gleich fertig. So bis hier, bis zum Rand. Ja, ich versuche ja immer möglichst die Leuchtfeuer erhalten zu lassen. Die wir gesetzt haben. Wir wollten ja auch immer mal neue setzen. Kommt alles noch. Kommt alles noch. Sehr weit geht es jetzt nicht mehr. Ach doch, hier. Oh, richtig schön dick eigentlich. Befreien wir diesen ganzen Körper doch erstmal vom oben drauf liegenden Dreck. Natürlich auch vom Sand. Und natürlich am besten auch alles einsammeln. Ja, was da runterfällt, das machen wir dann zum Schluss.
So, dann sieht das doch schon gleich etwas freundlicher aus. Nicht mehr ganz so wuchtig. Aber hier liegt auch viel Dreck drauf. Und schon wieder fast das halbe Inventar voll. So, jetzt sammeln wir schnell mal alles ein und dann machen wir das einzig Richtige. Nämlich einmal ausloggen, einmal einloggen, um zu gucken, ob hier irgendwo noch Blöcke hängen. So. Nö, ist alles wunderbar sauber. Dann laufen wir hier noch einmal drumherum. Und sammeln hier brav alles ein. So, da wir momentan wesentlich mehr Glas als Sandstein haben, fließt jetzt erstmal bis aufs Weitere alles ins Sandstein. Aber machen wir erstmal das hier weg. Nächstes Mal wird dann erstmal weitergebaut mit dem, was wir jetzt gefarmt haben. Und dann schauen wir mal, wie weit wir kommen. Und wenn wir dann wieder Mangel haben, geht es hier erstmal weiter. Naja, außer bei Sandmangel, denn Sand wird sich hier nicht mehr lohnen. Sollten wir hier gar nichts Gescheites mehr farmen können, ja, dann machen wir es trotzdem erstmal platt. Dann haben wir nämlich die Frontumgebung erstmal fertig. Oh, der Klotz noch. Das ist aber auch ein Klotz, ein wuchtiger. Was natürlich jetzt noch kommt, das sind dann Ergänzungen an den Mauern hier. Hier stoßen drei Mauern aufeinander. Die, die und dann die. Die müssen dann soweit renoviert werden. Ich glaube aber, die sind alle aus Kabel. Wunderbar. Das heißt, da müssen wir gar nichts speziell farmen. Da können wir einfach unsere Baustoffe nehmen. Die wir eh schon haben. Erfreulich. Ja, der Klotz ist jetzt dick und der wird nach unten noch dicker. Also genug Cobblestone, um hier alles flott zu machen, werden wir auf jeden Fall kriegen. So, wie schon gesagt, die Bebauung werden wir dieses Jahr vielleicht nicht komplett schaffen. Was wir dieses Jahr auf jeden Fall komplett schaffen werden, das ist hier die Planierung.
und dass das Ganze hier so ein bisschen ordentlich alles aussieht. Vereinzelt werden wir natürlich auch schon Häuser draufstellen. Ein bisschen Platz. Naja, das bringt jetzt nicht unbedingt was. Auch hier die Mauer, die wird ja so gemacht wie auf der anderen Seite, auch mit Steinen drauf. Also das wird dann auch um einiges besser aussehen als jetzt. Was heißt Steine mit Holz? Also ja auch, ist ja alles eigentlich ein Baustein hier. So, ab ins Bettchen. Mit schönen Blick auf das, was wir noch abtragen heute. Die Reihe schaffen wir noch hier. So. Das ist doch hier schon schön was grün geworden. Ausgerechnet, da steht jetzt so ein Block rum. Ja, sieht nicht mehr ganz so bösartig aus wie am Anfang noch. Wo waren wir denn stehen geblieben? Dann gehen wir hier einfach weiter rum. Hat man auch eine viel bessere Sicht auf die Burg da hinten. Und auf die Stadt. Na, eigentlich liegt dort ja der Stadtwald. So, bis 14 Uhr wollte ich heute noch machen. Jetzt sind noch gut 40 Minuten. Also gut eine Folge, kann man sagen. Wir gehen ja jetzt schon mit kleinen Schritten auf Juli zu. Ah, da ist es zumindest wieder warm, da kann ich auf dem Balkon sitzen. Mit einer Atemschutzmaske. Da sieht mich ja keiner, da kann ich so ein Ding tragen. Ist auf jeden Fall besser, als wenn dann sofort wieder die komplette Luft wegbleibt.